Hallo liebe CC-Familien, schön, dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet zu unserem neuen Vlog. Ihr seht, ich bin nicht alleine. Meine Kollegin Frau Reetz singt gleich zusammen mit mir, denn wir haben ein kleines Lied für euch, obwohl es vielleicht eher ein Musikerstreit ist zwischen zwei Tieren. Ich bin mal gespannt, ob ihr rausfindet, um was es sich handelt. Davor will ich noch mal ganz kurz Werbung machen für unseren Geschwistertag. Der nächste Geschwistertag im CIC startet am 13. Mai und ist gedacht für alle Geschwisterkinder von Kindern mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung. Wir starten um 10 und der Tag geht bis 15 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wenn ihr im Alter zwischen 7 und 12 seid, ihr könnt euch einfach unter office@cic-rhein-main.de anmelden und wir erheben eine Teilnahmegebühr von 20 Euro, einfach um die Materialkosten zu decken. Wenn euch das zu viel ist, sprecht uns an, da finden wir auch immer Lösungen. Und dann kann es richtig losgehen. Wir haben beim letzten Mal einen ganz, 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 ganz tollen Tag erlebt. Und ich hoffe sehr, dass ihr diesmal mit dabei seid. Genau. Dann sollte es aber losgehen mit unserem schönen Frühlingslied. Und hört mal, ob ihr rausfindet, welche zwei Tiere sich hier gerade streiten. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge, zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit. Der Kuckuck sprach, das kann ich, und fing gleich an zu schreien. Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser. Fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein. Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah. Sie sangen alle beide, sie sangen alle beide. Kuckuckuckuckia, kuckuckuckuckia. Habt ihr es rausgefunden? Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr mit eurer Mama, eurem Papa oder eurem Bruder oder eurer Schwester auch zusammen abwechselnd singen wollt, dann wird es nämlich noch ein bisschen lustiger. Wir hoffen, ihr seid gut in den Frühling gestartet, sagen ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss!